Hallo, es geht um zwei Ebenen, die sich schneiden und wir möchten die Schnittgerade ausrechnen. Beide Ebenen sollen in Parameterform gegeben sein und das habe ich hier schon mal vorbereitet. Also ich habe jetzt e Doppelpunkt x gleich und so weiter weggelassen. Das ist die eine Ebene in Parameterform. Und hier habe ich das mit dem e auch weggelassen. Das ist die andere Ebene in Parameterform. Und die werden beide gleichgesetzt. Und auf diese Weise kann man die Schnittgerade ausrechnen. Ich gehe jetzt hier nicht darauf ein, was passiert, wenn die sich gar nicht schneiden. Das kann ja auch passieren. Was man dann macht, zeige ich in einem anderen Film. Hier haben wir einen Fall, in dem sich die beiden Ebenen schneiden. Wenn man das hier zeilenweise interpretiert, erhält man ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und vier Variablen. Ich habe das schon mal hier vorbereitet und habe aber diese beiden hier habe ich auf die andere Seite gebracht. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.